Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Eastshade. Wir waren in der letzten Folge hier oben. Are you ready to head back? Ja. Hier oben in den Bergen. Haben wir aber festgestellt, dass wir jetzt hier doch nicht so richtig weiterkommen. Und ja, haben trotzdem allerhand tolle Dinge entdeckt. Zum Beispiel haben wir ein Bild für unsere Mutter gemalt. Eines der Hauptaufgaben in dem Spiel. Wir haben noch eine Quelle gefunden. Wir haben, ja, eigentlich im Prinzip war es das dann auch schon wieder. Sind Ballon geflogen, genau wie jetzt auch. Bloß in die andere Richtung. Also von unten nach oben, jetzt wieder von oben nach unten. Könnten die ganze Sache auch überspringen. Ja, wir haben ja die Ballonfahrt. Die ist zwar ziemlich cool, haben wir aber in der letzten Folge schon mal gemacht. Ah, okay. Ah. Ja, cool. Dann geht die Sache einfach schneller. Auch gut. Dann landen wir jetzt hier wieder vor Nava. Thanks again for all your help. Kein Ding. Is nothing so exciting as bringing people on a great adventure. Just let me know if you need another lift to the mountaintop, pal. Mhm. Ja klar, ich denke zwar nicht, weil so richtig krasses Zeug war da jetzt nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man von da halt ein bisschen auf die andere Seite kommen kann. Das war allerdings ein Trugschluss. So, dann habe ich natürlich auf der Map noch festgestellt in der letzten Folge, dass es hier hinten ja noch ein klein wenig weiter geht. Auch wenn es da jetzt nicht mehr, auch wenn wir da jetzt keinen zu krassen Ort oder geschweige denn irgendwie um die Berge rumkommen. Aber schauen wir mal, was wir hier noch haben. Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwo was ganz super Tolles, auch wenn es jetzt langsam Nacht wird. Die Schnellhufküste und zumindest einen neuen Ort heißt Erfahrungspunkte. Und Schilf, was wir einsammeln können. Mal gucken, vielleicht finden wir hier noch eine Quelle, das wäre ziemlich cool. So, hier haben wir irgendwie eine Aussicht auf die. Was war das jetzt? Reis? Ah, pass mal auf, mir fällt ja auf, wir haben ja noch die Malaufträge. Die wir irgendwann mal angenommen hatten. Die könnte man natürlich auch mal machen. Ich hätte mal wieder Bock. Aber wir haben in der letzten Folge jetzt erstmal Bilder gemalt haben, aber insgesamt unterm Strich so viel Bilder haben wir jetzt noch nicht gemalt. Wie ich mir das anfänglich vorgestellt hätte. Okay. Doch, hier kommt man noch lang, aber hier geht's jetzt nicht weiter. Ah, da musste ich mal wieder niesen. Ich hoffe, das Mikro ist ausgegangen. Ich hoffe, das Mikro ist jetzt auch wieder angegangen. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Heute scheint aber auch wieder die Sonne. Der Wahnsinn. Ja. Gut, war ganz nett da unten. Schnellhufküste, so richtig krass was gebracht hat uns das jetzt aber nicht. Haben wir wieder ein bisschen Schilf eingesammelt. Gut. Dann düsen wir vielleicht mal zurück nach Nava, legen uns mal eine Runde aufs Ohr und gucken mal, was wir dann eigentlich noch so an Aufgaben bewältigen könnten. Vielleicht ist ja auch der ein Schimmerstein-Teddybär wieder da. Aha, guck mal an hier. Kann man doch überall lang laufen. Das ist ja aber fast ein kleines bisschen gespenstisch ruhig. Ja, gut.
kurz immer mal lang gegangen, hat uns jetzt einer zu viel gebracht. Aber es funktioniert zumindest. Gut. Dann hauen wir uns eine Runde aufs Ohr. Und morgen früh schauen wir dann einfach mal, was noch so machbar ist. Zumindest könnten wir ja mal ein paar von den Aufträgen abarbeiten. Von den Malaufträgen. Haben wir doch noch ungefähr, was waren das, 16? Ja, 16 Bilder, die wir machen können. Also wenn wir genug Leinwände zusammenkriegen. Aber ich denke auch, das sollte eventuell kein Problem sein. So, Tür zu zum Schlafen. Dann gucken wir mal, sagen wir mal so. Ja, komm, um 6 müssen wir jetzt nicht übertreiben. Rasten! Hallo? Spiel? Hallo? Spiel? Das hat jetzt hier bei den Ach guck, jetzt kommt erst der Ladebildschirm. Aha, okay, fortfahren. Alles klar, ein neuer Tag. Ein neues Glück. Irgendwie. Jetzt hat sich's. Okay, ich wollte mich gerade schon beschweren, dass es ein bisschen sehr hängt. Wir machen unsere Morgenroutine, wie andere aufs Klo gehen. Müssen wir den Ton wieder einstellen? Anwenden. So. Dann schauen wir mal Mutters letzter Wille des Blütenflohs. Ah, das können wir natürlich mal machen. Das würde uns natürlich schon mal einiges weiterbringen. Ich würde bloß mal einen Sandstrand. Pass auf, das machen wir wie folgt. Da gehen wir mal zu dem anderen Strand wieder. Denn ich denke, da gab es auf jeden Fall Sand, oder? Man hätte das natürlich auch da unten machen können. Steinquellküste. So, das können wir. Ein seltener Vogel. Weiß ich halt jetzt nicht so genau, wo der, was der sein sollte. Und das mit dem Wasserfuchs, auch noch keine Ahnung. Exklusiver Club. Okay. Weißt du, was ich mir vorstellen kann, wenn das schon exklusiver Club heißt? Wenn wir dem Typen das Amulett zurückbringen, dann gibt er uns vielleicht das Passwort für das da, für die Wurzeln. Wisst ihr schon, die unten in dem Keller da sitzen. Teamsbefehl, ich habe ein Fahndungsplakat. Genau, ja. Haben wir eigentlich das Knollenchaos. Da fehlt uns noch einer, ne? Den haben wir bis jetzt aber noch nicht gefunden. Mache ich mich jetzt aber nicht so explizit auf die Suche. Das Lebenselixier, genau. Dichtmasse wäre dann das andere, die Trommeln in der Nacht. Ist wieder so eine Rumfragesache. Wüsste ich jetzt aber auch noch nicht, wen ich da fragen könnte. Das Madulus Rätsel, das ist mal. Ja. Das mit dem Fisch, da brauchen wir erstmal unser Boot. Die zweite Chance. Mal gucken, da können wir auch nochmal unten bei denen vorbeisehen, ob es da irgendeine neue. You're such a. Oh my god, I can't believe this happened. Have you gotten any of the tumors back? I don't mean to rush you, but this is urgent. Bist du tot? Ich glaube, die bewegt sich, oder? Okay. Pass mal auf.
Was man noch nicht gemacht hat. Wir wissen ja jetzt, wer das da unten ist, ne? Dann nochmal dahin gehen. Vielleicht haben wir da jetzt irgendwie neue Gesprächsoptionen. Dass wir das mal ausgecheckt haben. Nicht, dass es irgendwann heißt, ja, hättet einfach mal da unten mit dem Typen nochmal reden müssen. Du stehst auch immer noch hier, alles klar, cool. Ich schließe ja gerne immer alle Eventualitäten aus. Mensch, geht's aber auch hinter. Was? Ach so, okay. Zweite Chance. Also, es ist schon ein paar Tage her, seit Kai seine Unschuld beweisen konnte. Hat ihr Geschäft noch immer Probleme? Sollen wir da also wirklich mal wieder vorbeigucken? What's the password? Teddy, lass mich doch rein. Ich habe für eure Zunft schon so viel getan. Mit euch kann man ja nicht reden. Okay. Gut. War mal wieder ein sinnloser Ausflug. Anders, weißt du, was mir gerade auffällt? Diese komischen Aufträge, ne, die wir angenommen haben, die zeigt es uns auch nicht an. Ah, vielleicht hat es da wieder nicht so richtig gespeichert. Wir hatten auf jeden Fall schon vorletzte Folge, glaube ich, den einen Auftrag mit dem Huhn gemacht. Ich bin mir relativ sicher, dass es das hier irgendwo angezeigt hatte. Das ist natürlich schon mal ein bisschen ärgerlich, wenn man das so jetzt überprüfen muss. Wo war denn der Kerl da hinten irgendwo, ne? Pass mal auf, vielleicht können wir mit ein paar Leuten unterwegs mal noch quatschen, wegen den... Jo, mit dir kann man nicht quatschen. Liegt doch schon wieder. Ach ne, die... okay. Ne, die Kiste kann man nicht mitnehmen, alles klar. Alles klar. Ach, hier unser... Klaubär wieder. Hier laufen jetzt ganz schön viele Leute rum. Sind hier schon immer so viele Leute rumgelaufen? Dir mit deinen Kartoffeln geht's noch gut. Alles klar. So, Schneiderin. Jo. Was hast denn du sonst noch? Nö, noch einen Mantel brauchen wir nicht. Glad. Thema Aussehen. Falsche Zucchini schessen, aber... I didn't try to buy any zucchinis. Poor Tam. He tried... Ja, gut. Hat man mit dir auch schon mal gequatscht. Good day. Sei Rutschenrolle, Teekessel. Good day. Ja. See you later. Alles klar. Gut. Ja, das mit dem Angeln haben wir bis jetzt auch noch nicht so richtig hinbekommen. Nee. Ah, you've returned. You will certainly live a long time if you keep drinking this magical tincture. Would you like to... Nee, danke. Ach, scheiße, wir können noch Thema auswählen. Oh, nee. Ah, hier. Nächtliche Trommel. Is that right? Well, I'll say that's pretty strange. I wondered if those folks would be interested in my elixir. Gut, danke für, die Aussage. So, hier, du, grüß dich. Hey, so you know that hot spring I told you about? Evelina and I went out there for a picnic. It was nice. And she asked me to be her girlfriend. So now we're together. It's so weird, but let me know if you das need any weird-tasting ground-up plants. Falsche Zucchini, hat man die doch schon mal gefragt? I already used it in a ritual, so you can't buy it back. Let me know if you need any weird-tasting... Okay. Ja, bringt uns auch nicht so viel. So, welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Achso, ne, haben wir gar nicht. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Nächtliche Trommler. Whoa, that must have been pretty strange to find. No, I don't know anything about that. Okay. Sorry,
Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Waren ansehen. Nee. Welcome back. Oh, we've got plenty more patrons interested in your work. Ach Quatsch, ich muss ja hier ins Auftragsbuch. Ein einsamer Turm. Bitte male mir einen verlassenen Turm, ganz einsam. Soll da stehen, am besten mit nichts als dem Himmel im Hintergrund, keine Stadtsilhouette, bitte. Okay, genau, wir hatten ja hier noch irgendwas. Sehe ich denn jetzt die Aufträge? Bin ich jetzt total doof, oder? Bin ich jetzt doof? Helf mir doch mal. Muss ich jetzt jedes Mal hier an das Ding gucken? Das ist doch behindert. Eine Wassermühle. Lehmhaus, Porträt der Verzweiflung. Porträt der Verzweiflung. Das vielleicht? Finde ich gut, ist für mich ein Porträt der Verzweiflung. Ganz klar. Ah ja, hat sogar gezählt. Haha. Gut. Dann verkaufen wir das natürlich. Geben wir das jetzt gleich mal ab. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in Aufträge your work. Abgeben. Yo. They're so very sad. Yo. Finde ich auch. Geil, 30 Schimmersteine. Wahnsinn, ey. Wen könnten wir denn hier noch irgendetwas fragen? What can I brew you up? Mist. You have a good day now. Hallo Teddys. Okay. Hi again. Thema, wie nächtliche Have you tried talking to Leela? She's the head librarian at the university. She knows just about everything. Help me find an obscure text on ancient woodworking techniques. Mm-hmm. Maybe she knows something about these drummers. Okay, Sister. Da hätten wir schon mal wieder was erfahren. Dann machen wir das doch gleich mal. Da weiß ich ja, wer das ist. Ich weiß, wer es ist. Ich kann mir zumindest vorstellen, wer es ist. Nämlich die eine Frau, die in der Bibliothek sitzt, mit der wir reden können. Hey. So, genau die hier. Und das ist wieder ein Teddybär. Hi there. So, Thema wählen. Nächtliche Trommler. You know, it's so strange. Somebody came in just this morning and donated a book. She said to point people to it if anyone asked about night drumming, which made very little sense to me, considering this book appears to be unrelated to that. Not that I'm entirely sure what night drumming is. It was a little peculiar. Just about every sentence she said was a rhyme. Not sure if she meant to do that or if she was just doing it by accident. An interesting woman. I quite liked her. And then here you are asking about that very topic. So, are you a night drummer? Am I saying that right? Is this a new thing people are doing? Oh, I'm always so behind the times. Nein. Nur etwas Merkwürdiges, das ich gesehen habe. Sounds curious indeed. Anyway, the book is called The First Folk and it's on Shelf C. Okay, danke für die Info. C. Ach, guck, da ist es. Dann gucken wir doch mal rein.
Das erste Volk, nur wenig ist über die ersten Bewohner von Eastshade bekannt. Überreste belegen, dass es auf der Insel vor mindestens 600 Jahren schon Aktivität gab. Die Ruinen der Tiffmoor-Klippen müssen noch genauer studiert werden, aber man glaubt, dass die Jahrhunderte nach der ursprünglichen Besiedlung der Insel errichtet wurden. Während der Besiedlung von Lindo wurden etliche Relikte und Schnitzereien entdeckt, jedoch gingen sie kurz darauf beim katastrophalen Erdrutsch verloren. Zuvor war man überzeugt, dass die ersten Familien sich vor 200 Jahren auf Eastshade niederließen. Wir haben noch viel über die wahren Ureinwohner Eastshades zu lernen. Also, okay. Ein Zettel fällt auf den Boden. Liebe reisende große Entdeckerin, wie du uns erschreckt hast, als du zu uns kamst. Meine Familie und ich hatten große Angst. Es muss ein Schock gewesen sein, uns wegrennen zu sehen. Ich hoffe, du nimmst es uns nicht übel, denn ich finde unsere Begegnung fein. Wenn du glaubst, du kannst uns vergeben, will ich dir etwas zeigen. Das solltest du erleben. Finde mich bei Mad Willows Spiegel. Das soll unsere Freundschaft besiegeln. Okay, da sind wir doch jetzt hier schon eine ganze Ecke weitergekommen. Ja, irgendwas, die komische Reime Mad Willow-Frau hat damit zu tun. Es gibt hier, das hatten wir, glaube ich, schon alles gelesen, ja. Oh. Das blaue Buch der Poesie. Kinder, alle Kinder, die ihr wacht, schaut aufs Meer, wie sie ihre Schiffe bereiten und segeln von hier fort. Alle Kinder, die ihr wachst, nicht wacht, schaut aufs Feld, wie sie ihre Saat ausbringen und die reiche Ernte zählen. Soll sich das reimen? Nee, ne? Alle Kinder jetzt erwachsen, schaut nach Haus, wo es euch auch hingebracht, kommt und findet Heim. Okay, danke. Entweder haben wir das übersehen, es hat wieder nicht richtig gespeichert, oder das lag neu da. Okay. Gut. Dann schauen wir mal ganz kurz Trommler in der Nacht. Da hat sich ja jetzt viel getan. Jemand Geheimnisvolles hat Leila, der Bibliothekarin, ein Buch namens Das erste Volk gegeben. Sie glaubt, es sei wichtig, es ist in Regal C zu finden. Ich habe einen Zettel in Das erste Volk gefunden. Wenn ich dieses Rätsel lösen will, sollte ich den mysteriösen Verfasser der Notiz nach Mitternacht bei Mad Willows Spiegel treffen. Nach Mitternacht, gut, dann hätten wir noch ein bisschen Zeit. Da hätten wir noch ein bisschen Zeit. Da könnten wir uns vielleicht wahrhaftig... Oh Gott, die sind ja schon wieder... Oh Mann, nee. Müssen erstmal die Folge beenden. Ich denke, da haben wir ja heute auch wieder ein bisschen was geschafft. Dann... bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, Montag bis Freitag, 18 Uhr, Eastshade. Wisst ihr Bescheid. Bis dahin, hab vielen Dank, macht's gut, ciao.